Ja, und da sind wir auch schon wieder bei The Granny Experience. Joa. Gut, wir sind jetzt im Haus. Habt ihr ja vielleicht schon im letzten Teil gesehen, sonst würdet ihr diesen Teil hoffentlich nicht gucken. Ja, wir sind immer noch planlos und laufen hier durch die Gegend. Wir haben jetzt vergessen, warum wir hier sind, was unsere Aufgabe ist, wer überhaupt Karl ist. Das frage ich mich auch, aber ich denke mal, der Mann. Ja, und begeben uns jetzt mal weiter. Hier ist Eingang zum Schlafzimmer, Wohnungstüre und WC-Türe. Gut. Das ist die Wohnungstür. Ich dachte, die wäre da drüben. Mysteriöse Tür. Oh, ah, vielleicht ist das über unser Ziel. Gucken wir mal nach. Das scheint mir aber sehr aufwendig geschlossen zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, je einen Schlüssel dazu besessen zu haben. Können wir die vielleicht öffnen, die Tür? Sie scheinen ziemlich gut verschlossen zu sein. So einfach kann ich sie nicht öffnen. Ja, gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal die gelbe Regenjacke an. Was? Eine gelbe Regenjacke? Wem die wohl gehört? Meine ist das nämlich nicht. Und auf den ersten Blick hat es da nichts. Oh, habe ich da irgendwas falsch gelesen? Darunter hängt ein Gürtel, ein Männergürtel. Soll ich den etwa mitnehmen? Nein, wieso auch? Ich sehe immer noch nichts von Interesse. Soll ich etwa in die Taschen schauen? Sicher ist das. Was? Ein Schraubenzieher? Hat das ein Handwerker hier vergessen? Den nehme ich mit. Es tut mir leid, wenn ich mich noch ab und zu mal verlese. Das ist eigentlich nicht so toll, aber hoffentlich könnt ihr drüber hinwegsehen. Gut, dann haben wir noch ein Schlafzimmer und ein Klo. Ich will ja noch nicht rausgehen. Gehen wir mal ins Schlafzimmer rein. Die Tür ist offen. Geh rein. Denke nach. Dort geht's in mein Schlafzimmer. Es ist gerade nicht aufgeräumt. Und schlafen kann ich noch genug, wenn ich tot bin. Können wir denn da rein? Benutzen, öffnen. Die Türe steht schon offen. Außerdem muss ich da jetzt nicht rein. Okay, dann geht er jetzt nicht rein. Oh, guck mal, ein kleines Bild. Schauen wir uns das nochmal an. Hier hängt das Foto einer orientalischen Tänzerin. Können wir das mitnehmen? Nein, das lasse ich da hängen. Gut, öffnen wir doch mal die Badezimmertür. Sie ist abgeschlossen. Ich hatte den Schlüssel irgendwo versteckt. Vielleicht unter dem Teppich? Ah, vielleicht unter dem Bild. Benutze kleines Bild. Es zeigt eine hübsche junge Frau. Ich denke, das ist Funktion genug. Nein, bestimmt nicht. Es zeigt eine hübsche junge Frau. Öffne Bild. Es ist ein Bild. Das öffnet man nicht. Diese Spieler heute sind alle ungebildet. Tja. Ja, ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist, jetzt zum Beispiel bei bei dem Mantel hier, dass man öfters mal draufklicken muss. Ich finde das irgendwie nett. Da ist weiter nichts Interessantes. Ich lasse die Jacke da hängen. Okay. Ja, ich finde das eigentlich ganz nett gemacht. Könnte aber schon so ein bisschen zu Frustration sorgen, wenn man nicht direkt darauf kommt, dass man mehrmals draufklicken muss. Also, ich weiß nicht, hier gibt es halt wenig Gegenstände, deswegen mache ich da einfach nochmal und nochmal. Ich habe es ja gemerkt, dass die jetzt hier zum Beispiel, das war ja nun versehen, dass die auf einmal die Stricknadel rausgeholt hat, nachdem ich zweimal über die, wie heißt es nochmal, über den Wollknäuel nachgedacht habe. Deswegen kam mir jetzt erstmal der Gedanke, dass man vielleicht mehrmals da reingucken sollte. Außerdem habe ich vielleicht meinen Part nicht richtig lesen können, deswegen habe ich nochmal angeklickt und ja. Aber es ist eigentlich ganz nett. Denken wir mal nach über das Kreuz, das haben wir ja noch ganz ausgelassen. Das ist ein Kreuz festgeschraubt. Nicht, dass ich besonders gläubig wäre. Aber scheinbar gehört das in die Wohnung einer jeden richtigen Oma. Ich werde es aber sicher nie dafür in die Knie gehen.
sonst breche ich mir noch die Beine. Amen. Amen. Ja, die Oma hier. Kann sie denn das mitnehmen? Da muss sie ja nicht in die Knie gehen. Ah, nimm. Kreuz. Wieso sollte ich das mitnehmen? Ich sehe nirgends einen. Also die Textgeschwindigkeit ist manchmal ein bisschen... Okay, mitnehmen. Sind irgendwelche Vampire in der Nähe? Ich sehe nirgends einen. Ah, okay, jetzt macht's mehr Sinn. Ja, gut, jetzt haben wir einen Schraubenzieher. Vielleicht können wir das Schloss hier abmontieren. Benutze Schraubenzieher mit. Ich sehe da keinen Grund, das so zu benutzen. Okay. Da ist die Unterwäsche drin. Das haben wir angelassen. Wir haben jetzt hier noch einen Burger. Könnten wir vielleicht das KitKat mit dem Burger benutzen? Das kann man nicht so benutzen. Nee. Wir haben jetzt noch einen... Könnten wir dann vielleicht die Wohnungstür aufmachen? Nein, diese Türe bleibt verschlossen. Gut. Nicht, dass noch irgendwelches Pack von der Straße hier reinkommt. Und für etwas habe ich noch den Spion. Dann kann ich zumindest meinen Mann hereinlassen. Sobald er zurückkommt. Gut, wir haben hier den wir haben hier ein Guckloch. Gucken wir mal, wo ich denke. Damit kann ich das Treppenhaus abchecken. Okay, ein Wort, was seine Oma nicht benutzt. Ja, die Musik ist irgendwie lustig. Also, gefällt mir, macht irgendwie Spaß zu hören. Gut, wir haben jetzt noch ein Telefon. Vielleicht können wir... wir haben Katzenfutter, wir haben einen Schraubenzieher. Wieso sollte ich das so benutzen? Nein, du sollst nicht mit dem Spucke auf. Können wir denn auf irgendwas spucken? Sag mal, geht's noch? Pfui. Extra Premium. Pfui. Okay. Gut. Denken wir nochmal über die Sachen nach. Da steht ein Kohl. Schon schade. Ich habe kein besseres Bild. Also, irgendwie hat er hier nämlich was von einem Affen. Können wir nochmal darüber nachdenken, vielleicht? Ja, Bild. Slow-mo-Bild. Ja, okay, manchmal vielleicht klappt's. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber manchmal sind die Sätze so komisch gebildet. Da sollte man vielleicht nochmal drüber gucken. Aber bitte berichtigt mich. Ja, wir haben jetzt noch eine mysteriöse Tür. Klebeband. Was könnten wir denn mit Klebeband und einer Tür machen? Wir können jetzt hier nochmal so lang gehen und nochmal alles angucken, denke. Die Türe hier führt ins Treppenhaus. Ich war schon länger nicht mehr dort draußen. Das Vorhängeschloss schreckt sogar mich davor ab, diese Türe zu öffnen. Ja, das ist ja immer diese Angst, dass man überfallen wird. Ja, okay, es ist immer noch nicht... Können wir da reinspucken? Ich rotz doch nicht in mein Schlafzimmer. Auf was für verrückte Gedanken ich hier bloß komme. Ja gut, jetzt ist es merkwürdig. Und zwar... Oh, bleibt sie stehen. Manchmal macht sie den Spieler dafür schuldig, dass er irgendwas Doofes macht. Und jetzt hat sie sich selbst klagt. Das ist eine Regenjacke. Die ist auch spuckabweisend. Okay. Können wir denn nochmal gegen das Bild rotzen? Ich bin noch keine Rotzmaschine. Oh Gott, was können wir denn jetzt machen? Sie will ja nicht das Bild nehmen. Sie will auch nicht draufspucken. Vielleicht können wir mit dem Bild reden. Bist du das, Hank? Hä? Okay. Benutze mal irgendwas mit irgendwas. Ja, das kann man nicht so benutzen. Das war mir irgendwie klar. Gut, wir haben hier eine Türe, die offen steht, aber wir nicht reinkommen können. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Ist das eine Lampe oder... Da hinten ist auf jeden Fall ein Bett. Gut, jetzt haben wir hier noch das Bild. Benutze Malerei.
Können wir das benutzen? Nein, das hängt gut da, wo es ist. Können wir mit dem reden? Wenn ich mir dieses Bild so ansehe, fallen mir viele Themen ein, über die ich reden möchte. Oh. Nur sehe ich hier niemanden, der mir zuhören würde. Gut, gut, gut. Ja. Jetzt haben wir uns schon alles angeguckt. Das Wasser läuft noch. Wir haben hier KitKat, aber das soll Katzenfutter sein. Eine Plüschfigur. Was soll das? Wer schickt mir ein Alien? Und dann noch IT. Was für ein Müll. Ja. Können wir den vielleicht kaputt machen? Kaputt machen. Ein kleiner Plüsch-Alien. Na, er ist doch ganz schön niedlich. Was kann ich bloß mit ihm anstellen? Ich kann ihm doch nicht einfach den Kopf abhacken. Oder etwa... Doch? Komm schon, tu's. Nein. Können wir den vielleicht füttern mit Katzenfutter? Okay. Dann könnten wir ihn vielleicht füttern mit einem Cheeseburger. Oh, dann will ich mal ein Bissen nehmen. Mampf. Aua! Was zur Hölle? Da steckt ein Schlüssel im Burger. Ach, ich erinnere mich. Ich habe ihn da drin versteckt, damit ich ihn nicht verliere. Dafür habe ich ganz vergessen, für welches Schloss das ist. Dreimal darf man raten, aber wer versteckt denn sein... Oder? Ich hoffe doch mal, dass es der Kloschlüssel ist. Wollen wir auch mal schauen. Er passt auch, wie schön. Ich kann endlich wieder aufs Klo gehen. Wer versteckt denn bitteschön seinen Schlüssel in einem gefrorenen... Jack? Bist du etwa immer noch nicht fertig? Grundgütiger, langsam werde ich echt wütend, mein Lieber. Was? Jack? Das ist Jack, getrocknetes Blut. Das sieht aber nicht aus wie Blut, das sieht mehr aus wie... Fäkalien. Yummy. Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? In was für einer kranken Wohnung? Ich will hier weg. Pollock. Okay. Meinen Sie den Maler? Pollock, wegen dem Bild? Auch mal so dran gespritzt. Aber ja, gucken wir erstmal über die Fäkalien. Igitt, was ist denn das? Irgendjemand hat hier Pupu hingemacht. Was? Pupu? Ach Gott. Das ist Jack. Ich hatte ihn vor einer Weile mal gebeten, das Badezimmer neu zu streichen. Er ist anscheinend nicht mehr so weit gekommen. Ja. Können wir nochmal übernachten. Da, okay, gut. Okay. Der gute alte Jack. Er musste wohl noch sein letztes Mal seinen Namen schreiben. Ach so. Jack Pollock? Naja. Jetzt ist mir der Künstler hier super schön gemacht. Das könnte man schon zu den modernen Künsten zählen, will ich mal gesagt haben. Also sollte das mal einer in echt machen. Ich glaube, der wird viel Geld dafür verdienen. Aber bitte nicht mich als Referenz nehmen. Außer wenn man erfolgreich wird. Gut, denke nach über Kassettenrekorder. Mein alter Kassettenrekorder. Ich glaube, der ist noch aus den 80ern. Damals machte ich noch Breakdance. Was? Nein, ich denke nicht, dass der noch geht. Schade. Können wir den denn noch benutzen? Der wurde früher mehr benutzt. Etwa so wie ich. Ich bin jetzt auch nur noch eine alte Kassette. Ich kann lange darauf warten, umgedreht zu werden. Der Spruch war schön. Der war schön. So, wir können hier, glaube ich, nichts mehr machen. Können wir denen noch was zu essen geben? Benutze, gib Geld mit Jack. Ich gebe denen doch nicht das Katzenfutter. Sonst macht er wieder auf den Boden. Pfui! Gut, wir haben aber den Burger nicht mehr. Können wir denn
Oh, meine Stimme wird langsam kratzig. Yummy. Können wir denn das Alien zur Heilung mit Jack benutzen? Ich denke nicht, dass Jack das haben möchte. Gut, was können wir denn noch benutzen? Ich weiß es nicht. Wir hätten noch Klebeband. Benutze Klebeband mit Fäkalien. Okay, benutze Klebeband mit Jack. Benutze Klebeband mit Kassettenrekorder. Und benutze Klebeband mit Pollock. Okay, gut, jetzt haben wir hier einen Toten. Das ist toll. Wir haben einen Schlüssel. Das ist super toll. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, was wir jetzt da drin machen können. Ich habe denn nichts bekommen. Können wir vielleicht. Ich denke ein bisschen. Was? Ah, okay. Ja. Muss man jedes Mal aufschließen und reingehen. Vielleicht kann man ja mit dem Schraubenzieher das Ding kaputt machen. Okay, gut, vielleicht auch nicht. Ja, das Plüsch-Alien. Vielleicht benutzen wir das Thema mit den Fäkalien. Oh, ich hätte eine bessere Idee. Nimm doch einfach die Fäkalien. Was? Nimm. Okay, das wurde ganz rausgestrichen. Schade. Nimm Fäkalien. Okay, rede vielleicht mit den Fäkalien. Gut, die wurden noch gar nicht wegbenutzt oder irgendwie sowas. Können wir nochmal darüber nachdenken? Nee. Können wir nochmal über den Kassettenrekorder nachdenken? Nee. Über die Fäkalien? Okay, da geht gar nichts mehr. Schade. Und Jack. Das ist Jack. Rede mit Jack. Hallo, Jackie Boy. Und wie geht's uns denn heute so? Die Menschen da draußen gehen mir alle so auf den Sack. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Das rechte Eisfach ist zugefroren. Das müssen wir auch noch machen. Ich habe heute ein merkwürdiges Paket erhalten. Vergiss es. Lass dich nicht stören. Kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Kann er nur mit uns reden? Ich habe völlig vergessen, was ich machen wollte. Ich hatte irgendeine wichtige Sache geplant. Was? Was erzählst du da? Ein Experiment? Ich? Du spinnst wohl. Hä? Ach, laber nicht. Und wie geht's uns denn heute so? Ach, du beschwerst dich? Meine Knochen sind genauso kaputt. Ich hänge jedenfalls nicht den ganzen Tag in einer Ecke. Bitte was? Du hast... Was? Das hast du jetzt nicht gerade ernsthaft gesagt, oder? Okay, ich wollte nur nett sein. Mach doch, was du willst. Ich pfeife auf dich. Verrotte, du alter Knochenhaufen. Brenne in der Hölle. Was? Ach. Nicht so gemeint? Ja, sorry. Das war eben auch nicht so gemeint. Soll ich dir was zu essen kochen? Okay, vielleicht später dann. Bist du dir sicher, dass ich nichts kochen soll? Ach, eine Diät? Ja, vielleicht schließe ich mich da auch mal an. Momentan kann ich aber kaum verzichten. Ja, du hast schon immer sehr wenig gegessen. Da fällt dir das sicher etwas leichter, mein Lieber. Die Menschen da draußen gehen mir alle so auf den Sack. Ja. Würde ich gerne sagen, aber wir reden doch lieber gleich mit ihm. Denn es... vergiss es, lass dich nicht stören. Immer schön nett bleiben, Jackie Boy. Ja. Gut.
ich muss mal kurz was trinken gehen und mal eine Pause machen, es wird wieder Zeit. Ja, und aber bis jetzt, wir sind heute wieder weit gekommen. Wir haben es ins Badezimmer geschafft. Ja, und wir haben Pollock gefunden. Ja. Ja, mal gucken, was nächstes Mal auf uns zutrifft. Wir werden sehen. Bis denne. Euer Flix.